genial. Wohin gehen willst du nicht gehen? Bleibst du stehen? Wohin gehen willst du nicht gehen? Bleibst du stehen? Wohin gehen willst du nicht gehen? Bleibst du stehen? Wohin gehen willst du nicht gehen? Oder die Atombombe. Neue wissenschaftlich-technische Erkenntnisse wurden von jeher missbraucht. Soll das ein Grund sein, Forschungen auf biotechnologischem Gebiet zu stoppen? Wie frage ich einen Embryo, ob er leben will? Warum wird wissenschaftlicher Fortschritt in unserer erstarrten Gesellschaft grundsätzlich mit hintergründigen, angeblich ethischen Fragen verhindert? Armen Ländern? Hau! In was für einer Welt leben wir? Leben wir nach der Maxime? Fressen? Und gefressen werden? Das Agent 00 gehen schon unter uns. Muss ich mich schämen, ein Mensch zu sein? Das Agent 00 gehen schon unter uns. Warum? Bin ich nicht unsterblich? Wird mein Körper sterben, aber meine Seele weiterleben? Wer will mir verbieten, mir Flügel wachsen zu lassen? Und es ist manchmal nicht viel schlauer, dumm und unwissend zu bleiben? Und wird es in der Zukunft möglich sein? Sie war sehr brav, Leute. Sie war ein Schaf, Leute. Sie starb für die Biotechnologie. Unsere Krankenversicherungen sind pleite. Warum wird dann ein Mensch so lange künstlich am Leben gehalten? Möchten Sie, wenn Sie todkrank sind und im Sterben liegen, dass der Arzt von sich aus, ohne dass er Sie fragt oder Sie etwas sagen können, Ihnen zu einem schnelleren Sterben verhilft? Muss sich ein Mensch durchs Leben quälen? Warum ist die Sterbehilfe bis heute in Deutschland nicht legalisiert? In der Schule wurde mir heute im Biologieunterricht gesagt, ich sei normal. Naja, vielleicht könnte man aus Verbrechern mittels Genmanipulation normale Menschen machen. Können Gedanken töten? Oder wird sich alles normalisieren?